Ja, Leute, ihr habt schon gehört. Jetzt kommt endlich mal wieder ein Sprechton auf diesem Kanal. Es kam lange keiner mehr, weil wir erst auf Nicht-Sprechton gesetzt haben. Ich habe auch eine YouTube-Pause gemacht, wie es vielleicht einige von euch gemerkt haben. Aber jetzt bin ich back. Es wäre freut, wenn ihr schon mal auf den Abo-Button drückt. Ich bringe auch täglich Fortnite und Fortnite-Videos, LDW. Let's See of the Duelist kommt einmal in der Woche. Age of Mythology kommt auch. Es wird aber bald zu Ende sein. Und ihr könnt auch schon mal auf Pokémon Feuerrot einstellen. Aber da werde ich mir noch die Mods holen. So Leute, und ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde. Und hier mal an den Macher des Projekts. Ja, danke, danke für die Verehrung. Ich danke dir herzlich, Lenz, dass du mir dass du mich in deinen Kanal eingeschlossen hast. Und ja, eine saftige Runde Duel Links mit Lenz. Aber er hat keine Chance zwischen den Gründer, weil ich werde ihn vernichten. Wie Ivan Drago. So Leute, wir beginnen jetzt. Ich bin nicht so gut, gell Leute? Das heißt, ihr müsst mir verzeihen, wenn ich jetzt nicht gewinne. Ich habe es in meiner Kindheit mal gespielt. Wir hatten nämlich gerade schon mal eine Aufnahme, die ist aber leider schief gegangen, weil das Game gecrashed ist. Und da ist es genau andersrum passiert. So Leute, wir wechseln das Mikro, weil wir sind leider zu arm für zwei Mikros. Deshalb hat der dran ist, das Mikro für die Runde und danach ist der andere dran ist. So, danke, ich bin jetzt dran. Oh, mach dich auf eine saftige Runde. Maus? Hallo? Lass meine Maus in Ruhe. Die hat mehr als du gekostet. Nein, ich hab da kurz Ärmel. So, Allah, ich beschwöre aus meiner Hand durch eine Spezialbeschwörung den Cancel. Den Trick reichen, Allah! Ja, hast gewonnen. Und tue noch meine Zauberkarte Horn des Einhorns dazulegen. Ah, sicher. Und tue seine Angriffspunkte um 500 boosten, Allah. Setze noch eine Karte verdeckt, das war mein Spielzug. Ja. So, ich bin dran, Leute. Ihr seht's gerade, ich habe richtig reingeschissen. Uhu. Allerdings habe ich jetzt eine Chance. Und zwar, ich beschwöre Schwillingschlaufbrache. Und wenn ich jetzt Glück habe, Leute, dann kann sich sein Trickreicher verabschieden. Nein, das warst du nicht, der Kleine. Doch. Wenn wir Glück haben, Leute, wenn wir Glück haben. Nein, wir haben schon reingeschissen. Uff, Belastung. Oh ja, ich brenne. Danke, danke für den jämmerlichen Spielzug. Okay, als erstes aktiviere ich meine Fallenkarte. Schattenzauber! Das nächste ist, opfere ich mein Trickreichen für die Kreatur. Den herbeigerufenen Totenkopf! War so dumm gerade. Er hat weniger. Nein, er hat Horn. Oh, das Horn ist ein Horn wieder. Und? Greif ihn an! Wie? Dann erschlag los! Ja, kann ich gerne wieder haben, Digga. Wow! Ich werde dich vernichten und jetzt du bist dran. Erstes zerstöre ich deine Karte. Dann als Spezialbeschwörung. Oh. Egal. Beschwöre ich eine Exis-Karte. Nein. Doch. Ich beschwöre ein Lappen. Oh, ich dachte, er ist tot hier. Dafür bin ich zu arm. Nennen. Doch! Ich gehe die Battle Face und beende meinen Schuh.
Nachher mit der Scheiße. So, ich aktiviere meine Zauberkarte wieder. Horn des Einhorns! Und rüste ihn aus, damit hat er. Drei. Oh. Nein! Ist das jetzt meine Karte? Hm? Ah ja! Was? Was hab ich jetzt gemacht? Was habt ihr denn gemacht? Oh! Ja! Ah! Ja! Ja! Ja, ich hab ja nur alles Einhorns geklaut, Junge. Es schmeckt! Ja, du bist dran. Oh, jetzt heult er wieder. Viel Spaß. Mir ist ja alles mit Humor. Wir werden im Anschluss auch noch eine zweite Runde spielen. Oder auf den billigen Plätzen. Dein Video heute ist rausgebracht. Ja, Leute, ihr könnt auch gerne meinen Vorbart heute auschecken. So. Kein Vorbart ist natürlich traurig, dass du Loot Deck ist, ne? Ja, Loot Deck ist aber schon lange. Ich weiß noch, wie wir zu zweit in einem Keller rumgegangen sind. Ja, es und wo wir jetzt gegrillt gemacht haben und ausgerastet sind. Ja. Okay, ich mach jetzt einen Spaß zurück. Ich beschwöre die unbesiegbare, verbotene Exodia! Exodia? In die Battle Face und greift seinen Dingsbums da an. Die unbesiegbare Exodia ist gar nicht unbesiegbar. Nur wenn man den Kopf hat, oder was? Ich habe erst das Bein gesperrt, wo wir zusammen gespielt haben. Und das hat dein. Und das hat den Arsch versohlen, ne? Hallo? Ich habe einfach Horn des Einhorns dazu gelegt. Und jetzt bist du dran hier. Wir möchten nicht sprechen. Warte, jetzt kommt gleich meine Lieblingsmusik, wie ich immer in der Kampagne verkackt habe. Die Idee. Jetzt kommen wir noch ein zweites Match im Anschluss. Weil wir natürlich, das wäre jetzt ein bisschen kurz, machen das gleich einfach nochmal. Und mein Deck werde ich euch vielleicht in meinem Special-Video zeigen. Hey, ich bin hier der Macher. Ja, seins auch. Weil ich habe schon ein bisschen lange gebraucht, um es zusammenzubauen. Auch wenn ich das Spiel jetzt nicht so oft spiele. So, kommst du rein in die Lobby? Ich habe mehr Karten als du. Ich habe zum Beispiel den Kopf der Exodia. Ist ja gut und schön für dich. So, starten wir mal. Ich habe mich auch zu dem verschwitzt. Ich wollte eigentlich klein machen. Okay, er fängt an. Oh, Digga, saftige Karten hier. Ich beschwöre Schimmerscheißdrachen in Angriffsmodus. Und setze eine Karte verdeckt. Bam. Du bist dran, Maximilian. Ja, als erstes spricht mystischer Raumtaifun. Oh, wichtig. Das ist jetzt zerstört. Dann spezial beschwöre ich aus der Hand den Trick reichen. Und beschwöre Valkyrie des Magiers. Geh in die Battle Phase. Hau den Schimmerscheiß Drachen weg. Und Valkyrie des Magiers, greif ihn direkt an! Mach dich fertig. Ja, mach's mal hin. Bruder. Komm, wo wir unsere. Ach, ich muss heute mich noch einscheißen mit meinem Spaß. Das bin ich jetzt. Heute wieder Arbeitstag. Mann, hab ich einen harten Job. In Kindergarten, also ganz ehrlich, die haben den Geburtstag gefeiert. Da muss man Party machen. Das ist doch gar nicht im Kindergarten. Doch. Nein. Wurde an bei der Tankstelle, oder was? Ich weiß.
dass du in der Schule bist. Ach echt? Ach ja, 10. Klasse. Nein, ja, aber egal. So, ich Tribut beschwöre den herbeigerufenen Totenkopf. Diese Karte, die alle Monster deines Gegners zerstört. Ja, oh Gott, es wird öfter solche Online-Parts geben jetzt. Und meine Parts werden mit Ton gemacht jetzt. Ab sofort, ne? Ja. Ja. Wisst ihr. Aber du bist nicht mehr der Hersteller, sondern ich. Ich hab viel mehr Parts als du. Ja, zum Abschluss, weil ich eh verliere. Linkes Bein der Exodia. Ja, Leute, das war dann zwei Matches. Feigling! Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Würde uns sehr freuen. Wir würden sehr gerne noch die 40 Abos erreichen. Und ja, nochmal zu Kollegen für Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde es sehr spannend, immer mit die ganzen Yu-Gi-Oh!-Parts. Und ich habe in den Kommentaren schon so einen verrückten Fan gelesen. Also wenn er sich das Video anschaut, ja, ich mache weiter mit Yu-Gi-Oh! Der Legend of the Ghouls ist. Nellens, du hast ja den es war ja unter deinem Video, ne? Warum? Ja, danke auch an alle, die Leute, die nette Kommentare schreiben. Das freut mich sehr. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und für den RW-Typi, ja klar, wir spielen mit dir. Ciao! Leute, uff. Ganz großes Uff hier. Was machst du da? Das ist Radio und Real Life. Beste Aufnahme. Ciao!